Das Schlimmste, was so einem beim Test passieren könnte, wäre, dass etwas am Satelliten kaputt gehen würde. Würde natürlich zu enormen Verzögerungen im Projekt führen. Ich stand auch während des Tests durchgehend unter Strom. Das heißt, man liegt dann eigentlich im Bett und träumt schon vom Test. Und dann klingelt irgendwann das Handy und dann fährt man zum Testbereich. Hallo, mein Name ist Christopher. Ich bin Raumfahrt-Thermalingenieur bei Airbus. Ich zeige euch heute, wie ich beim Bau und Test eines Satelliten mitgewirkt habe. Die Sentinel-2-Mission ist Teil der europäischen Copernicus-Mission, wo viele Satelliten ineinandergreifend die Erde überwachen. Vor allem für Wetter und des Klimas, um uns Menschen hier Informationen über den Klimawandel beispielsweise, über die Fruchtbarkeit von Böden, über Meereshöhen etc. zu geben. Die Tests sind notwendig, da ich im Weltraum keine Möglichkeit habe, eine Reparatur oder eine Wartung durchzuführen. Wir haben einen One-Shot, das heißt, wir sind dann einmal im Orbit und dann muss alles funktionieren. Die Rolle des Testdirektors war für mich definitiv das Größte, was ich bisher in meiner Karriere hier als Thermalingenieur gemacht habe. Das begann zunächst einmal mit einer Computertätigkeit, weil wir für den Test natürlich Prozeduren schreiben müssen, für die ich vorher Berechnungen laufen lassen muss. Wir haben mit unserem Satelliten natürlich, wenn wir um die Erde fliegen, ganz unterschiedliche Bedingungen. Wir sehen auf der einen Seite die Erde, wir sehen die Sonne oder sind im Schatten, das heißt, es wird warm und kalt. Und um zu gewährleisten, dass auch wirklich jedes Komponent in dem Satelliten weiterhin funktioniert, müssen wir aus der Thermalabteilung uns Gedanken machen, wie wir den Satelliten thermal kontrollieren können. Das heißt, wir entwerfen dann ein Thermalmodell am Computer, fliegt genau wie der echte Satellit um die Erde und daraus können wir dann Temperaturen ableiten, die der Satellit dort sehen wird. Wird also alles erst einmal berechnet. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Instrumente und jedes Komponent im Satelliten immer bei seiner idealen Temperatur betrieben werden kann. Immer eine Uhr im Hintergrund, die tickt. Wir müssen in maximal kurzer Zeit maximal viel erreichen. Auf der anderen Seite kostet eine Testkampagne immer sehr viel Geld. Man hat zwar offiziell eine Rolle, die man ausübt mit einer gewissen Verantwortung, aber man steht nie alleine da und kann sich immer auf das Team verlassen. Und das war ein sehr gutes Gefühl, im Zweifel fragen zu können und Unterstützung einholen zu können. Wir tragen hier diese Reinraumklamotten, damit wir auf jeden Fall, wenn wir von draußen reinkommen, hier nicht irgendwelche Schmutzpartikel mit in den Reinraum transportieren, damit wir unsere Satelliten, Instrumenten, Elektrofertigung auf jeden Fall nicht kontaminieren. Diese Testvorbereitungen sind sehr praktisch. Dafür gibt es Spezialisten, die natürlich nur praktische Tätigkeiten durchführen. Aber auch als Thermalingenieur hat man da die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Für den aufkommenden Thermaltest brauchen wir natürlich Informationen über die Temperaturen an den einzelnen Komponenten. Und dazu haben wir sogenannte Thermokappel aufgeklebt. Das sind kleine Temperaturfühler. Das Schlimmste, was so einem beim Test passieren könnte, wäre, dass etwas am Satelliten kaputt gehen würde oder schon kaputt ist. Bei uns konkret natürlich guckt man neben den einzelnen Satellitenkomponenten selbstverständlich auf das Instrument, also die Kamera, ob die Daten und die Bilder, die auch während des Tests geschossen werden, der
Datenlage entsprechen, die man erwartet. Und dann im Worst Case müsste man diesen ganzen Test dann noch einmal starten. Das würde mit einem enormen zeitlichen Aufwand und einer Verzögerung der gesamten Kampagne einhergehen. Die Aufgabe eines Thermalingenieurs hier in der Raumfahrt ist natürlich sehr vielfältig. Wenn nicht gerade so eine große Rolle wie jetzt Testdirektor ansteht, habe ich als normalen Arbeitsalltag natürlich weiterhin die Entwicklung vom Thermalsystem verschiedener Produkte und Projekte, wo wir eben dann zur Entwicklung und Auslegung des Thermalsubsystems verantwortlich sind. Wir sind als Thermalingenieure natürlich auf der einen Seite in einer beratenden Funktion, auch für andere Projekte, die vielleicht noch in einer Entwurfsphase sind, wo man einfach mal nur eine Art Machbarkeit braucht. Auf der anderen Seite sind wir fest in die Projekte integriert, das heißt aktiv bei der Entwicklung, da wir mit vielen Subsystemen zu tun haben. Kein Projekt gleicht eigentlich dem anderen. Und eben jede Projektphase ist dann entsprechend auch so unterschiedlich, dass man eigentlich nicht irgendwie mal eine Zeit hat, wo man sagt, ach, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gemacht und schon wieder das Gleiche. Ich habe in die Firma relativ früh den Einstieg gefunden. Ich habe zum einen das Vorpraktikum, was vorgeschrieben ist, bevor man überhaupt das Studium beginnt, hier absolviert, hier am Standort Friedrichshafen. Der Kreis hat sich dann geschlossen, dass ich dann hier auch meine Masterarbeit schreiben durfte und hatte dann das Glück, direkt im Anschluss dann übernommen zu werden. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde für Studierende, die Luft- und Raumfahrttechnik studieren, wäre, dass der Einstieg ins Unternehmen möglichst früh gestaltet wird. Das heißt, idealerweise im Rahmen eines Praktikums oder einer Abschlussarbeit schon mal Kontakte in eine Firma knüpfen, bekommt dadurch einen guten Eindruck, wie es in der Realität nach dem Studium auch laufen könnte, und bekommt gleichzeitig auch Informationen, wo man im Studium vielleicht noch mal den Fokus legen sollte und was vielleicht nicht ganz so relevant ist. Während des Thermaltests fahren wir ganz viele Zyklen von heiß nach kalt, wieder heiß nach kalt. Und jedes Mal, wenn wir mit einer dieser Phasen zu Ende sind, gibt es ein Review, mit dem wir uns mit der Schichtleitung, dem Team und dem Kunden zusammensetzen. Und da richten wir uns dann nicht nach der Uhr, sondern wenn es soweit ist. Das war mir bewusst, weil wir eben nicht wissen, wann wir beispielsweise mit den Phasen zu Ende sind. Es kann ja auch sein, dass etwas ein anderes Problem auftaucht, es müssen ja nicht nur die Phasenreviews sein, dass das nachts passiert. Das System sucht sich das nicht aus und das wusste ich, dass man da als Testleiter einfach dann eine durchgehende Verfügbarkeit einfach gewährleisten muss. Und in unserem Fall waren tatsächlich die meisten Reviews nachts um 3 oder 4. Es ist sehr anstrengend natürlich, lohnt sich aber, wenn man hinterher dann sieht, was das Team erreicht hat. Und damit ist der Satellit startklar. Das Gefühl, diesen Satelliten fliegen zu sehen, den man selber berührt hat, ist natürlich ein sehr erhabenes Gefühl und weniger Science Fiction, sondern wirklich Reality. Und das natürlich da wird man dann wirklich belohnt als Ingenieur in dieser Branche, wenn man dann irgendwann auch sein Projekt fliegen sieht. Das war's von mir.
Hier findet ihr ein Video über das Studium Luft- und Raumfahrttechnik und hier gibt es noch ein weiteres Video.